In diesem Video möchte ich den Tubus Vega vorstellen. Das ist ein Fahrradgepäckträger, der ist aus zwei Rohren gefertigt, die gebogen sind. Somit gibt es extrem wenig Schweißnähte, weil wie gesagt nur zwei Rohre hier verarbeitet worden sind. Das kommt in gewohnter Tubusqualität. Das ist ja ein Markenhersteller und der ist echt innovativ. Das Innovative ist wirklich, dass wir hier ein Rohr haben. Das geht hier hoch, führt hier lang, biegt sich dann hier um und ja, geht auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen wieder runter. Und das zweite Rohr ist dann hier sozusagen dieses Rohr, was hier eigentlich nur so ein U ist, wo es dann ja einen Berührungspunkt mit dem ersten Rohr gibt, nämlich hier. Und da ist das nochmal verschweißt. Da das die Version Evo ist, ist er nochmal ein bisschen gewichtsoptimiert. Das heißt, hier gibt es auch einen so einen Halterungspunkt, der schon festgeschweißt ist. Ansonsten muss ich sagen, dass der Tubus Vega Evo wirklich der Klassiker ist mit. Also er hat wirklich einen tiefen Schwerpunkt. Das ist schön, wenn man Fahrradtaschen hat. Er hat wirklich eine, ja, eine lange Fläche, wo man Taschen anhängen kann. Das ist der Vorteil dieses. Und des Weiteren ist er auch so, dass er eigentlich an fast allen Fahrrädern befestigt werden kann, weil er wirklich ein sehr innovatives Befestigungssystem hat. Nämlich, ihr habt hier solche 8 mm dicken Aluminiumstreben. Und diese Streben kann man dann sozusagen hier einspannen. Wenn man das dann eingespannt hat und das von der Optik stimmt, kann man die einfach absägen und solche kleinen, ja, ihr seht das hier, ein bisschen Gummipuffer drüber stecken. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. Des Weiteren ist es auch so, dass falls ihr irgendwie Probleme habt mit den ganzen Sachen, Tubus selber, wir schauen mal hier auf die Anleitung, sagt, es gibt zig Zubehör dafür. Nämlich, es gibt hier zig Abstandsteile, es gibt hier die Möglichkeit, falls ihr keine Ösen für Gepäckträger habt, hier sowas zum Spannen zu kaufen. Es gibt auch nochmal was, wo man solche, ja, für Gabeln sozusagen, wenn man da keine Ösen haben. Dann nochmal hier sogar so ein Schutzblechhalter. Also es gibt ganz verschiedene Dinge, wo man sozusagen mit diesem Gepäckträger auf alle Fälle sich sicher sein kann. Tubus bietet als Hersteller was Kompatibles an, dass ihr das wirklich an euren Rad befestigen könnt. Ich selber habe hier ein 28er Rad und ihr seht, der Schwerpunkt ist wirklich schön tief. Also es ist hier wirklich wenig Abstand sozusagen zwischen Gepäckträger und dem Schutzblech. Das sieht also von der Optik auch richtig schön und schlicht aus. Es gibt hinten eine Adapterplatte für das Rücklicht mit 50er Abstand. Und ihr habt auch die Möglichkeit, dass ihr hier unten, sagt selber Tubus, habt ihr sozusagen 3D-Füße oder 3D-Befestigung. Das ist irgendwie die neue Befestigungsart. Das ist hier speziell geschweißt, auch nochmal, dass es wenig reißt. Gibt es hier nochmal aber auch eine kleine Öse, wo ihr einen Spanngurt einhängen könnt. Ansonsten wird das dann einfach in die Aufnahme von den, ja, von den Rahmen reingeschraubt. Ich hatte hier sogar zwei Ösen. Ich hätte auch ein bisschen höher montieren können, wollte ich aber nicht wegen dem tieferen Schwerpunkt. Ansonsten ist das Schöne, das sind Hohlrohre, deswegen gewichtsoptimiert. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, hier eure Rücklichtverkabelung durchzulegen. Und der Hersteller selber sagt, leider unter Garantieausschluss, dass man das auch anbohren darf. Solange man etwa, ich glaube, 2,5 cm von irgendwie einer Schweißung oder einer Biegung weg ist. Ist es dann so, eben sozusagen, dass der Gepäckträger genau an der Stelle, wo das Loch ist, reißt, dann zahlt der Hersteller nicht. Wenn aber hier angenommen hier oben das Loch ist und der reißt hier unten, dann würde er trotzdem zahlen. Also solange das nichts mit dem Rohr zu tun hat, würde das sozusagen der Hersteller sehr kulant sein und bietet das an. Das ist natürlich auch eine coole Sache, wenn man sehr schlicht seine Kabel verlegen möchte. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, einmal mit dieser Befestigung, die ich habe, das ist die Befestigung, die hat nur der Vega Evo, das heißt, hier sind zwei Zacken mit festgeschweißt. Angenommen, ihr kommt damit nicht klar mit dieser Befestigungsart, dann, wir schauen nochmal in die Anleitung rein, bietet Tubus auch an eine Adapterplatte, die hier mit im Lieferumfang ist, nämlich dann könnt ihr das Ganze auch, das ist jetzt meine Montage, die ich gewählt habe. Und ihr habt aber hier nochmal auch so einen kleinen Bogen, den ihr mit einbauen könntet. Und somit könntet ihr hier diese Befestigung der Streben noch enger zusammenrücken sozusagen. Also dieser Bogen würde hier von rechts nach links eingebaut. Und dann könnte man sozusagen das alles enger fahren, wenn man irgendwie ja, vom Hinterbau vom Fahrrad sozusagen da viel schmalere Maße hat. Alles in allem sagt Tubus selber, dass dieser Aluminiumstab, der ist schon massiv, der kann man sich selber zurechtbiegen, dass es wirklich passt. Weiterhin bietet aber auch Tubus wiederum schon vorgebogene Stäbe an, wenn da was absolut nicht passen sollte.
Alles in allem muss man aber hier sehen, dass es wirklich eine schöne Lösung ist, dass es wirklich schlicht ist und dass auch dieses dezente, ja, aufgespritzte Tubuszeichen überhaupt nicht hervorsticht. Und es ist mit, finde ich, der formschönste Fahrradgepäckträger, den es auf dem Markt gibt. Er ist leicht, er birgt Qualität und er sieht einfach total zeitlos und hübsch aus. Solltet ihr Scheibenbremse haben, dann müsst ihr immer aufpassen. Ich habe jetzt hier eine Scheibenbremsaufnahme, die liegt im Hinterbau drinnen. Es gibt aber viele Scheibenbremsen, da liegt dieser Kolben sozusagen hier oben drauf. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt das Glück, das passt hier alles mit dem Platz, weil ihr seht, ein bisschen ist es ja auch nach außen gehend und macht ein bisschen Abstand. Oder ihr arbeitet hier mit Abstandshaltern, also ihr geht noch mit einer längeren Schraube ran, beziehungsweise Tubus selber bietet auch so ein Scheibenbremsset an. Da ist es nochmal sozusagen eine Verlängerung dieser Ösen hier, dieser Halteösen, kann man da weiter rausgehen. Beziehungsweise, wenn ihr eine Hinterachse habt, die mit Schnellspanner fest ist. Ich habe ja jetzt hier eine Nabenschaltung. Wenn ihr eine ganz normale Schaltung habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, den Vega in der Version Disco zu kaufen. Das wäre der Tubus Disco und da ist dann gleich direkt dran die Halterung für die, ja, ein Abstandshalter für die Scheibenbremsen. Deswegen Tubus Disco wäre das dann. Alles in allem sieht er recht schön aus. Ich mache einen Link unter das Video, auch den Link zu den Tubus Disco. Das war's in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut. Ciao.